Guten Tag, liebe Zuschauerinnen und guten Tag, liebe Zuschauer. Ich begrüße euch recht herzlich auf dem Kanal Glücklich mit Familie. In unserer Serie Liebesbetrüger, Neudeutsch Love Scam, beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Ich schreibe mit einem Betrüger. Wie merke ich das? Wir sind natürlich wieder Annette Kiefer von Scammer Hunter International. Guten Tag, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Und ich natürlich. Wir drehen unsere Beiträge, damit wir möglichst viele Leute erreichen können und damit möglichst keiner mehr auf diese Liebesschwüre und Eide reinfällt. So, Annette, es gibt ja diese besonderen Nachrichten, oder fangen wir mal ganz klein an. Woran kann ich besonders gut erkennen, dass ich mit einem Betrüger schreibe? Betrüger haben immer das gleiche System. Die schreiben immer nach dem gleichen System, weil sie nach einem Skript schreiben. Die haben Drehbücher. Es gibt Betrüger, die verdienen ihr Geld damit, dass sie sogenannte Drehbücher schreiben für die, die aktiv scammen. Die aktiv scammen bedeutet, die Männer und Frauen anfreunden. Das ist, wie gesagt, immer das gleiche System. Unabhängig von der Legende, die sich der Betrüger zugelegt hat. Ob es jetzt ein mancher Soldat ist oder ein Arzt in irgendeinem Kriegsgebiet oder jemand, der auf einer Ölplattform arbeitet, das ist immer das Gleiche. Es fängt damit an, dass der Betrüger schmeichelt. Ich liebe dein Lächeln. Du bist eine wunderschöne Frau. Das Gleiche gilt natürlich im Umkehrschluss auch für einen Mann. Ich wusste nicht, dass ich nochmal so einen lieben Menschen wie dich treffe. Dann geht's los, nach 2 Tagen, es kommt ein Liebesgedicht. Jetzt werden Blumenbilder geschickt. Es kommen Herzchen. Je nachdem, wie erfahren der Scammer ist, kommt nach 3 Tagen ein Ich vermisse dich, ich bin in dich verliebt, ich will mit dir zusammen sein. Und ganz ehrlich meines Erachtens ist, wenn ein Scammer dann schreibt, ich bin nachts so allein, ich bin einsam ohne dich, kannst du mir nicht ein Aktbild von dir schicken oder kannst du nicht ein Video von mir machen, wie du nackt vorm Spiegel stehst, damit ich mir schöne Gedanken machen kann, weil ohne dich ist mein Leben wirklich sehr einsam. Und dann ist man wirklich in der schlimmsten Falle, die es gibt, weil viele Frauen oder auch Männer machen es. Die schicken obenrum Fotos oder komplette Nacktfotos oder machen kleine Videofilmchen, weil sie ja ihrem vermeintlichen Geliebten eine Freude machen wollen, weil er ja angeblich so einsam ist. Und dann ist man eigentlich praktisch schon so gut wie verloren, weil es gibt immer grundsätzlich, egal wie lange ein Chat dauert, ob es eine Woche ist, ein Monat, ein Jahr, eine Geldforderung. Und wenn man solche Fotos oder Videos schickt an eine Person, die man persönlich noch nie gesehen hat, muss man damit rechnen, dass wenn man um Geld gebeten wird und sagt, du, ich habe kein Geld, ich kann dir nichts schicken, dass man erpresst wird. Das ist das Perfide. Scammer arbeiten auf diese Masche und das Schlimmste ist, dass die meisten Scammer wirklich so skrupellos sind und diese Fotos im Internet posten.
Dann komme ich nochmal als kurze Anmerkung darauf, warum ist es wichtig, das eigene Profil zu schließen, damit der Scammer, wenn es zu solch einer Situation kommt, nicht in der Lage ist, die Aktfotos auf dem eigenen Profil zu veröffentlichen. Jeder, der mit Fremden chattet, der nach kurzer Zeit Liebe spüre, Herzchen, Küsschen, Gedichte bekommt, der muss sich im Klaren sein, dass es nicht echt ist. Es ist Betrug. Es ist Betrug. Und jeder, der mit einem Mann oder einer Frau schreibt, die so agieren, muss wissen, dass dieser Mensch, dieser Betrüger, nicht nur mit der einen Frau oder dem einen Mann schreibt, sondern teilweise mit bis zu 30, 40 Frauen oder Männern zeitgleich. Das heißt, er erzählt allen das Gleiche. Es ist ein Muster. Und ich kann nur appellieren an die Vernunft der Facebook- oder Instagram-User. Lasst euch da nicht drauf ein, weil ihr werdet den Geliebten, den vermeintlichen Geliebten nie sehen. Er wird nie kommen. Auch wenn er 10-mal sagt, schick mir bitte mal, ich habe meine Kreditkarte verloren oder mein Konto ist gesperrt, schick mir bitte mal 2000 Euro für einen Flug. Ich komme dann und dann am Flughafen an, kannst mich da abholen. Ich kenne so viele Betroffene, die wirklich dann zum Flughafen gefahren sind. Es kam aber nie einer. Ihr müsst euch im Klaren sein, es ist alles gelogen. Es ist eine perfide Art, um ganz schnell an ganz viel Geld zu kommen. Und Betrüger, egal aus welchem Land, es gibt auch in Deutschland Betrüger, Heiratsschwindler, die genauso agieren, die wollen nichts von euch persönlich, die wollen nur eins, euer Geld. Genau, Geld oder je nachdem, welchen Status ich auch beruflich habe oder familiär, irgendwelche Geheimnisse oder wichtige Informationen. Ich würde gern nochmal auf die Schreiben selber eingehen. Du hast ja die Gedichte genannt. Man kann also auch die erste Zeile vom Gedicht in den Browser eingeben. Und dann gibt es eine Seite da, die heißt so ungefähr Gedichte von Love Scammern, also auf Deutsch übersetzt. Und dann werdet ihr sehen, dass die da tausende von Gedichten drauf haben und die Hälfte hat man gefühlt selber schon erhalten. Das andere ist, dass die sehr oft mit Übersetzer arbeiten, wobei ich finde, die Übersetzer sind mittlerweile besser geworden als vor 4 Jahren, aber man sieht auch noch immer an den Formulierungen, wenn man der eigenen Muttersprache mächtig ist, muss ich dazu sagen, dass da einiges nicht stimmt und im Argen ist. Das zum anderen, also willst du was sagen, Annette? Ja, ich wollte noch sagen, ein wichtiger Anhaltspunkt ist auch, dass Scammer grundsätzlich immer fragen, wo lebst du? Wo kommst du her? Wie alt bist du? Das sind eigentlich die ersten beiden Fragen, die routinemäßig runtergeleiert werden, weil ein Scammer, wenn man jetzt zum Beispiel schreibt, ja, ich bin 48 oder 62, der Scammer ist grundsätzlich immer älter. Er macht sich immer älter, weil er seriös wirken will. Und ein wichtiger Punkt ist auch noch, der Scammer fragt meistens schon bei der dritten Frage, manchmal ganz meist auch schon bei der zweiten Frage, was machst du beruflich? Das ist insofern für den Scammer sehr wichtig, damit er weiß, je nach Beruf oder
Status, vielleicht auch Rente. Dann sagt der Scammer sich, ach, die ist schon 10 Jahre in Rente, dann hat die Geld. Weil es geht ja um nichts anderes als Geld. Oder das Opfer schreibt, ich bin kaufmännische Angestellte oder ich bin im öffentlichen Dienst. Dann kann der Scammer sich in etwa ausrechnen, was die monatlich verdient. Und auch da kann er dann wieder ableiten, aha, die arbeitet schon so und so lange, verdient das und das, dann könnte ich vielleicht versuchen, von der Summe X zu bekommen, weil die hat das. Ganz dreist sind Scammer, die fragen, hast du ein Auto? Die dann sagen, du, ich bin in einer finanziellen Notlage, kannst du dein Auto verkaufen? Du hilfst mir so sehr damit, ich zahle dir das zurück. Das ist auch eine ganz perfide Wasche, dass viele Scammer sagen, leih mir das Geld, weil ich das jetzt im Moment brauche, ich zahle es zurück. Ein Betrüger zahlt nie zurück. Nie. Das muss man wissen, wenn man mit solchen Leuten chattet. Hat man eine Anfrage angenommen aus Unwissenheit und kommt eine Geldforderung, egal in welchem Tonus, ich brauche das für ein Flugticket, weil ich dich besuchen will. Mein Kind ist im Krankenhaus und ich muss zahlen für eine OP. Das ist auch eine sehr beliebte Betrügermasche. Kein Land der Welt würde ein Kind oder eine andere Person sterben lassen, wenn man vorher nicht für irgendetwas bezahlt. Jedes Krankenhaus, egal in welchem Land, hilft erst und holt sich dann das Geld. Wie auch immer. Ja? Sobald irgendeine Forderung kommt, delikate Fotos, kleine Summe, ich brauche mal 500 Euro oder schick mir Geld für ein Flugticket, ich komme dich besuchen, sofort den Kontakt abbrechen. Sofort abbrechen. Denn man schickt Geld, das Geld ist weg, die Enttäuschung ist riesengroß und ich sage ganz ehrlich, kein Mensch, egal ob er alleine lebt oder in einer vielleicht nicht gerade so intakten Familie ist, muss sich mit Geld Freundlichkeit erkaufen. Sei es nette Worte, sei es ein Gedicht, sei es Aufmerksamkeit. Kein Mensch muss sich das erkaufen müssen. Ja, ich gehe mal kurz auf mein Thema ein. Also mein Betrüger war ja mittlerweile offiziell wieder in Amerika, hatte mir vorher ein Haus gezeigt, das mindestens 1 Million Dollar wert war. Und er brauchte wieder Geld. Und dann hat er mir gesagt, ich soll mein Haus belassen, ich soll also einen Kredit aufnehmen. Und dann habe ich gefragt, warum soll ich denn jetzt einen Kredit aufnehmen? Du bist in den USA, du hast dein Haus und dann nimm doch mal bitte Kredit bei dir auf. Und da ist er richtig wütend geworden. Ich soll auf mein Haus Kredit aufnehmen? Wer bin ich denn da? Wie stehe ich denn vor meinen Freunden da? Vor meinen Freunden kann ich nicht zeigen, dass ich Schulden habe oder Kredit aufnehme. Das geht überhaupt nicht. Und das fand ich sehr interessant. Ich wusste wohl schon, dass das ein Betrüger ist. Und ich hätte wohl nie einen Kredit aufgenommen, muss ich dazu sagen. Ne? Und das Interessante bei unseren Gesprächen, auch wenn ich sage, hör mal, ich zahle nicht, jetzt lass den das mal sein. Ja, aber wenn ich zu dir komme, dann möchte ich als gemachter Mann da sein. Und ein Mann kann nur, ich kann nur kommen zu dir, wenn ich dich dann auch mit meinem Geld verwöhnen kann. Ein Mann ist dazu da, dass er die Frau verwöhnt. Also immer so ein Tenor. Ich will dich verwöhnen mit Geld und ich will dir Wohlstand bringen, aber dass ich im Hinten dran praktisch den Wohlstand mit meinem eigenen Geld bringe, das sagt er nicht. Ich habe ihm dann also auch, aber das, ich muss immer sagen, ich wusste zu dem Zeitpunkt, dass es ein Betrüger ist. Habe ich immer gesagt, da war er gerade in der Ukraine irgendwann mal, ist ja nicht so weit weg, dann setz dich doch in den Bus da rein, komm mit dem Bus hier hin, also nach Deutschland, ich hol dich ab und wir können zusammen hier eine Zukunft aufbauen. Und dann kam immer das Argument, nein, das geht nicht, ich habe kein Geld, wie stehe ich denn dann vor dir da?
Und dann meinte er einmal auch, ich solle ihm dann Geld schicken, er käme dann mit dem Flieger hier an, wollte 2.500 € haben, ungefähr, können auch drei gewesen sein. Und zu dem Zeitpunkt haben von dem Ort hier in unserer Region, hat ein Flug knapp 500 € hin und zurück gekostet. Also nur mal, um diese Dimensionen zu sehen, was dann auch abgeht. Und es war, ich meine, ich wusste ja, dass ich mit dem Betrüger schreibe und rede. Und ich habe das nie mit so einem Coming Out geschafft. Ich war aber ursprünglich mein Ziel und nachher war mein Ziel einfach nur zu sehen, wie arbeiten Betrüger, wenn die merken, dass sie irgendwann kein Geld mehr kriegen. Aber er hat sich ja noch, es fing ja im November 2017 an, Ostern 2018 wusste ich dann definitiv, dass es ein Betrüger ist. Und bis zum Sommer 2019 hatte ich immer mal wieder Kontakt. Also man kann sagen, bis Januar 2019 ganz regel noch. Und er hat sich dann noch einmal gemeldet und wollte wieder Geld. Also das ist dann auch eine Geschichte ohne Ende. Und wer nicht die Nerven hat, der soll bitte alles ändern. Handynummer, ist egal was. Alles und alles blockieren von anderen. Ich wollte noch mal auf diese ganzen Schreibereien eingehen. Was sie auch gerne immer fragen ist, ja, Darling, und wie ist dein Tagesablauf? Was planst du denn für morgen? Weil die wollen genau wissen, was man macht. Oder man war nicht da. Ach, ich habe mir ja solche Sorgen um dich gemacht. Ich konnte dich nicht erreichen. Was war denn los? Ne? Oder was ein typisches Merkmal auch war, weil ich ja auch dann aufgrund meines Buches mit ganz vielen nachher geschrieben habe, war auch, dass sie die Fragen nicht beantworten. Du stellst eine Frage und stellst dann auf einmal eine Woche später fest, da war doch was. Du hattest denen doch das und das gefragt. Du hast nie eine Antwort bekommen. Oder es wird ausgewichen in diesen ganzen Antworten. Also man findet dann wieder Geschichten darum, warum etwas nicht geht. Ne? Also das ist also unwahrscheinlich, was Das ich. ist, entschuldige bitte, Ute, Ja. aber das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und da würde ich mir wünschen, dass sich die Zuschauer und Zuschauerinnen das auch wirklich hinter die Fahne schreiben, weil genau das ist Fakt. Du bist ja nun eine Betroffene, du hast es ja im eigenen Leib erfahren. Da kann ich nicht mitreden. Ich kann nur aus der Erfahrung eben halt als Scammer Hunter sprechen. Ich jage die ja. Ja, Hunter heißt ja auf Deutsch Jäger und das mache ich ja. Und ein wichtiger Punkt ist noch, und damit untermauere ich jetzt eigentlich auch das, was ich vorher schon gesagt habe, dass ein Scammer nie nur mit einer Person schreibt. Und ich weiß es auch von sehr vielen Betroffenen, dass ein Scammer immer Worte benutzt wie dir, das heißt auf Deutsch Liebes oder Honey oder Darling, Schatz. Ein Scammer schreibt die Person, mit der er chattet, die er ja ausnehmen will, nie mit dem Namen an, weil der sich den Namen einfach gar nicht merkt. Ja, der schreibt mit so vielen verschiedenen Frauen, dass es für einen Scammer immer einfacher ist, Koseworte zu benutzen. Schatz, Liebling, Liebes, weil mir selber ist es schon passiert in meiner Eigenschaft als Scammer-Hunter, dass ich schreibe mit meinem echten Namen natürlich, dass der mich auf einmal auf Polnisch mit Doris angeschrieben hat. Und ich dann gesagt habe, spiele dann ja mit denen. Weil für mich ist es ja wichtig, die in Sicherheit zu wiegen, bis ich die Bombe platzen lasse. Wieso schreibst du mir jetzt auf Polnisch? Schreibst du noch mit anderen Frauen? Ich tue dann immer so, als wenn ich ganz, ganz eifersüchtig bin. Und dann ist es typisch für einen Scammer, wird er erwischt, indem er einen Fehler gemacht hat, dass der sich einfach mal 2, 3 Tage nicht meldet. In der Hoffnung, dass das vermeintliche Opfer vergisst, dass er
einen für ihn fatalen Fehler gemacht hat und ja schon fast aufgeflogen wäre. Du hast einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, Ute. Scammer wird man nicht los. Hat man einmal bezahlt, kommen die immer wieder. Ich kenne Betroffene, die anderthalb Jahre später von diesem Scammer wieder angeschrieben wurden und um Geld gebeten wurden. Du hast das ganz toll formuliert, Ute. Du hast gesagt, man muss, um sich lösen zu können, alles ändern. E-Mail-Adresse ändern, Telefonnummer ändern, Passwörter ändern. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Deswegen würde ich da ganz gerne noch kurz was zu sagen. Wir hatten ja mal gesagt, dass es fatal ist, Handynummern zum Beispiel öffentlich auf Profilen zugänglich zu machen. Meine Erfahrung sagt ganz deutlich, Scammer schreiben willkürlich, wenn sie eine Handynummer haben, gefunden haben auf einem Profil, die Person auf Facebook an, auf WhatsApp an. Das geht mir auch täglich so, dass ich dann zum Beispiel eine Nummer, eine ausländische Nummer finde. Da möchte ich jetzt noch mal ganz kurz drauf eingehen. Scammer downloaden sich Nummern runter, das hatte ich auch schon mal gesagt, und zwar meistens aus Amerika, das ist +1 Vorwahl. Oder auch England, das ist +44 Vorwahl. Da kann man von ausgehen, wird man von diesen Nummern angeschrieben, ist es ein Betrüger. Wichtig zu wissen, und das würde ich auch mir wünschen von allen Zuschauern und Zuschauerinnen, wenn Sie eine Anfrage mit einer Telefonnummer bekommen, 2, 3, 4 Vorwahl, ist das Nigeria. Bekommen Sie eine Nachricht auf WhatsApp mit +233, dann ist es Ghana. Und bekommen Sie eine Nachricht auf WhatsApp mit +225, ist es die Elfenbeinküste. Meine Empfehlung, und ich bitte Sie wirklich, das zu beherzigen, diese Nachrichten nicht öffnen, einfach melden und blockieren, dann ist Ruhe. Ja, das ist ein Thema ohne Ende. Ich gehe jetzt mal von deinen Telefonnummern weg. Die Erfahrung habe ich auch mit verschiedenen Telefonnummern gehabt. Man könnte jetzt auch wieder die Namen analysieren. Es gibt zum Beispiel Leute, die mich anschreiben, die heißen Scott mit Vornamen und Land mit Familiennamen, also Scotland. Oder wir nehmen mal Calvin Houston. Die haben sehr oft eine Stadt auch im Familiennamen und vorne einen gängigeren Namen. Aber was mir gerade besonders einfiel, das liegt daran, weil ich ja viele Filme mache neuerdings und auch nach Geräuschen schaue. Ich hatte sehr oft auch meine Telefonate mit Calvin. Ich kann ja den Namen ruhig sagen, es gibt ja genügend davon. Und dann ging er immer so über Kies, so diesen knirschenden Kies, und so schwer atmend. Und ich habe letztens beim Recherchieren als eine kleine Tonaufnahme, nenne ich das mal, genau dieses Geräusch gehört. Das heißt, die laden sich auch bei YouTube oder bei anderen Sendern Möglichkeiten Geräusche runter. Ich habe zum Beispiel, er war ja auch irgendwann mal in Istanbul und dann ist er immer raus, ja, ich muss jetzt raus, ich gehe mir was zum Essen holen. Und er ist rausgegangen und ich habe jedes Mal dieselben Sirenen gehört. Dann habe ich, also beim ersten Mal habe ich gedacht, okay, oh, da ist aber echt was los, da auf das Tut. Ja. Also diese ganzen Geräusche, die man im Hintergrund hört, die sind irgendwo runtergeladen und werden jetzt genau in dem Moment benutzt.
Was auch wichtig ist, und das habe ich leider viel zu spät rausbekommen, sonst wäre ich bestimmt schon im Februar misstrauisch gewesen und hätte noch mein Geld, aber ich würde nicht hier sitzen. Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Und zwar, egal ob wir auf Telegram sind oder WhatsApp, Messenger kann ich nicht sagen, aber Telegram und WhatsApp. Und ich versuche die Leute anzurufen. Ich kann die nicht anrufen. Dann gibt es einmal ein Plupp und weg ist es. Dann drückst du wieder drauf, Plupp und weg ist es. Ganz, ganz selten kann man die Leute anrufen. Also manchmal hat es auch geklappt. Dann lag es aber daran, weil er entweder online war oder sowieso mit mir telefonieren wollte oder ich gerade aufgelegt habe. Ich habe auch einmal ziemlich direkt nach einem Anruf wieder angerufen und da hörte ich auf einmal im Hintergrund ganz viele Stimmen. Keine Ahnung, wo das war, aber ganz viele Stimmen. Also man muss auch auf diese Kleinheiten, diese Kleinigkeiten achten. Da fällt mir ein, ich habe mal einen Ausflug gemacht, habe mehrere Bilder geschickt, das war eine ganz grandiose Landschaft und ich wurde direkt gefragt, ob das mein Eka, also mein Land ist, ob das mein Besitz ist. Also direkt solche Fragen kommen dann, dabei war das nur irgendwo in einem Ausflugsgebiet. Ja. Die schauen immer direkt danach, ey, kann ich das nach Geld machen? Und ja. Annette, ich gehe jetzt nochmal, das haben wir zwar in einer anderen Folge gesagt, wir gehen nochmal auf die Adresse ein. Ich habe meine Adresse nicht auf Facebook drauf. Aber aufgrund meiner Tätigkeiten kann man mich finden, und das schon seit über 20 Jahren. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass die Leute überall auf der Welt ihre Verbindungen haben. Und die schicken sich selber oder andere Leute zur Adresse XY. Ich weiß das. Ich weiß von vielen Leuten, die das beobachtet haben, dass über mein Grundstück Menschen gegangen sind und ich gefragt worden bin, hör mal, willst du das verkaufen? Ich habe gehört, wie hier Leute vor dem Haus standen, Mutter mit Kinderwagen und einem 8-9-jährigen Kind daneben, und die weggeschickt worden ist und gefragt worden ist, was suchen sie hier, weil das hier ein bisschen auffällt. Und es waren massenhaft Leute auf dem Grundstück. Ich merke ja. Das, wenn ich auf mein Grundstück komme, spüre ich, ob fremde Leute hier waren oder nicht. Weil ja. Fremde Leute, vor allen Dingen die Böses wollen, die hinterlassen, ich kann es nicht erklären, aber die hinterlassen kein gutes Gefühl. Ja. Im Raum. Ich erkläre es mal so. Und deswegen keine Daten rausgeben. Gar nichts. Das wäre ja wieder ein Thema für ein neues Kapitel dann. Aber nichts rausgeben, nichts schicken, gar nicht. Das ist also unser großes Anliegen und achtet darauf, was geschrieben wird. Und Annette erwähnte das auch gerade so schön mit ihrer polnischen Geschichte. Ich hatte auch bei mir dann stehen, also wir hatten vorher geschattet und dann stand da ganz eindeutig das Wort auf Englisch, verstehst du das Wort Fernbeziehung, weißt du, was das ist? Und wir waren ja auf dem Papier, also sagen wir in Chatten her, bestimmt schon 5, 6 Monate am Schreiben, aber das stand in meinem Chat drin. Aber ich selber, ich habe nicht reagiert. Ich muss sagen, ich habe das einfach in dem Fall sein gelassen. Und was ich auch nachher nicht mehr gemacht habe, ich habe, wenn die Fehler gemacht haben, habe ich sie nicht mehr darauf aufmerksam gemacht. Das sollte man nach Möglichkeit auch nicht tun, weil Scammer lernen. Die lernen, wenn man sie auf irgendwas hinweist. Ein gutes Beispiel auch festzustellen, ob man mit einem Scammer chattet, ist, wenn Kontakt zustande gekommen ist, dass man auf einem Videochat besteht. Ja? Viele Betroffene scheuen sich, weil sie denken, ach, der ist aus Amerika, ich spreche ja kein Englisch. Ich traue mich nicht, mit dem Video zu chatten, weil ich verstehe den nicht. Das ist völlig falsch.
Der Videochat soll einfach nur zeigen, ist er bereit, Video zu chatten? Weil wenn der Mann echt ist, dann reicht es ja schon, wenn man sich in die Augen guckt und sich durch Gesten oder Küsschen oder so verständigen kann. Scammer lehnen Videochats grundsätzlich ab. Warum? Weil sie nicht die Person sind, die sie vorgeben zu sein. Und das ist auch schon mal ein sehr wichtiger Anhaltspunkt zu testen, chatte ich mit einem Betrüger oder nicht. Oder einfach, wie Ute schon gemacht hat, abrufen. Kommt eine Verbindung zustande, dann hat man die Möglichkeit, vielleicht anhand der Stimme schon zu erkennen, kann das ein Europäer sein, kann das eine hellhäutige, eine weiße Person sein, egal aus welchem Land er behauptet, dass er ist, oder ist es wirklich eine farbige Person? Denn farbige Personen, vorzugsweise Afrikaner, haben eine eigene Stimmlage. Das hört man, selbst wenn man vorher noch nie mit einem Afrikaner gesprochen hat. Das sind alles Anhaltspunkte, woran man erkennen kann, ich chatte mit einem Betrüger. Legt er gleich wieder auf, nachdem er vielleicht Hallo gesagt hat? Oder behauptet er, er kann keinen Videochat machen, weil er auf Friedensmission ist und das ist verboten? Weiß man, es ist ein Betrüger, denn jeder Mensch, egal aus welchem Land und in welcher Situation, kann Videochats machen. Jeder. Das ist Fakt. Ich möchte noch mal ganz kurz anmerken, dass das ja ein sehr komplexes Thema ist. Ute und ich beschäftigen uns ja schon sehr, sehr lange damit. Und man kann natürlich nicht erwarten, dass die Zuschauer und Zuschauerinnen hier von heute auf morgen alles wissen. Dafür ist das Thema zu komplex. Deswegen noch mal meine herzliche Bitte, wenn Sie da weiter drüber reden möchten, wenn Sie gut finden, dass wir versuchen aufzuklären, dass wir versuchen zu warnen, gucken Sie auf diesen Kanal. Alles, was wir wollen, ist, Sie vor bitterbösen Enttäuschungen, Herzschmerz und Verlust Ihres Geldes zu bewahren. Und ich weiß von Ute, ich kenne Sie gut und lange. Ute ist ein sehr hilfsbereiter Mensch und auch ich kann versprechen, wenn jemand Fragen hat oder wenn jemand meint, er chattet gerade mit einem Scammer, möchte darüber reden, dann kann er sich wirklich gerne an uns wenden. Na, Ute? Ja, würde ich auch so sehen. Ich denke mal, wir haben wenigstens an der Wurzel so ein bisschen von dem Gefühl weitergegeben, wie man das spüren kann. Ja. Was auch wichtig ist, wenn der Kopf einmal sagt, oder das Bauchgefühl einmal sagt, das kann nicht sein, direkt beenden. Auch wenn 1000 Liebesschwüre kommen, das stimmt alles nicht und überhaupt, und es gibt 100.000 Ausreden, einfach beenden. Wenn der Mann oder die Frau es wirklich ernst meinen, die setzen sich in den Flieger. Im Moment ein bisschen schwierig natürlich, aber sie können sich trotzdem ins Auto setzen und kommen von Belgien aus, ich fahre jeden Tag nach Belgien, rüber nach Deutschland düsen. Das funktioniert. Also die Strecke ist offen. Ne? Also wenn die wirklich etwas von einem wollen und reell sind, dann findet man Wege und Möglichkeiten, in den schwierigsten Situationen sich zu treffen, sich kennenzulernen. Und das geht auch in der heutigen Zeit. Egal, was im Moment angesagt ist. Und ich möchte auch noch ganz kurz sagen, und auch da möchte ich wirklich die Zuschauer bitten, das nicht zu vergessen. Ein Mann oder auch eine Frau, echt natürlich,
Voraussetzung, die verliebt ist in euch, würde eher zur eigenen Hausbank gehen und einen Kredit aufnehmen, als euch um Geld zu bitten. Genau, und jetzt rede ich mal als Frau. Also ich habe ja noch einen anderen Kanal und bei meinem allerersten Beitrag, den ich gemacht habe über Betrüger, ist schon 2 Jahre her, und es war eine tierische Überwindung, überhaupt diesen Film zu machen und hochzuladen. Da hat einer drunter geschrieben, also ein Mann, was sind das denn für Männer, die Frauen ausnehmen, damit sie ein gutes Leben haben. Ein Mann hat dafür zu sorgen, dass es der Frau gut geht und nicht umgekehrt. Alles das sind keine echten Männer. Wo sind die echten Männer in diesem Land geblieben? Ja, das ist die Realität. Ja. Und so sollte es sein. Genau. Und das sollte jede Frau bedenken und auch jeder Mann. Und auch eine Frau, ich als Frau, egal wie dreckig es mir geht, ich würde nie einen anpumpen. Wirklich nie. Ich gehe lieber nach draußen und pflücke mir Brennnesseln und Disteln kann man jetzt nicht essen, und Gras und Girsch und Sauerampfer und mache mir daraus einen Salat, bevor ich einen Mann anbettle oder frage, dass er mir Geld gibt. Also, ja. Das geht nicht. Ja, ich hoffe, dass wir wirklich aufklären können und viel erreichen können, weil es gibt Millionen von Betroffenen. Es gibt Millionen Opfer weltweit. Es gibt Hunderttausende von Selbstmorden aus Scham. Oder es gibt Tausende von Frauen, die obdachlos sind, weil sie wirklich an die große Liebe geglaubt haben, dass sie ihr Hab und Gut veräußert haben, dass sie alles verkauft haben, dass sie ihre Lebensversicherung aufgelöst haben, ja, dass sie aufgrund dessen im Alter nicht mehr versorgt sind, dass sie teilweise obdachlos geworden sind, weil sie wirklich ihre Häuser verkauft haben in der Annahme, ja, ich ziehe ja mit meinen Geliebten in Amerika oder sonst wo in ein neues Haus, ich gebe hier alles auf, und die leben auf der Straße. Das alles nur für ein kleines bisschen Ablenkung, vielleicht aus dem Alltag, oder ein kleines bisschen Aufmerksamkeit und ein Liebeswort. Das muss aufhören. Das muss aufhören. Ich kann nur appellieren an alle Zuschauer und Zuschauerinnen, lasst die Finger davon. Das Einzige, was euch passieren kann, ist, dass ihr vielleicht sehr viel Geld verliert. Und was für mich persönlich vielleicht noch schlimmer wäre, das Vertrauen in Menschen. Genau. Das Thema Vertrauen in andere Menschen, das ist sehr kaputt. Und es wird vielleicht nie wieder ganz geheilt werden. Oder wahrscheinlich nie wieder. Also ich habe Opfer bei mir, Gott sei Dank nicht so sehr viele, die auch nach 2, 3, 4 Jahren, nachdem sie aufgewacht sind, immer noch leiden. Und der Scammer, der sie betrogen hat, der sie in diese Situation gebracht hat, ihr lieben Leute da draußen, dem geht's gut, dem ist das völlig egal. Ja, das interessiert ihn nicht. Der hat das Geld mitgenommen, was er kriegen konnte, und wenn kein Geld mehr zu holen ist, dann nimmt er sich die nächste Frau. Und die nächste, und die nächste. Und das ist ein Milliardengeschäft und wir versuchen dagegen zu steuern. Das können wir nur, indem wir warnen und indem wir bitten, unsere Ratschläge ernst zu nehmen. Da wir ja gerade in diesem Thema sind, da habe ich auch noch eine ganz große Bitte. Abgesehen, dass man natürlich immer auf die Profile achtet, die man annimmt. Ich habe damals
eine Frau angeschrieben. Ich habe ich muss ein bisschen anders anfangen. Ich hatte mich ziemlich schnell von meinem Scammer entfreundet. Oder, was auch passieren kann, wenn die jemanden vom Profil runternehmen, also das heißt, die haben dich jetzt sozusagen richtig fest in der Hand, da sagen die, ach, das ist so gefährlich auf Facebook, wir gehen auf WhatsApp meinetwegen rüber, dann sind wir auf WhatsApp. Und sobald er merkt, dass man nicht mehr auf sein Profil geht, dann entfreundet er sich von dir. Also du kommst gar nicht mehr drauf und siehst auch gar nicht mehr, wo er in Wirklichkeit ist. Ich hatte eine Frau angeschrieben, von der ich wusste, dass sie mit meinem Scammer befreundet ist. Und da habe ich dann zur Antwort bekommen, ich wäre eine eifersüchtige Kuh und sie wäre mit ihm nicht befreundet. Also sie hätte noch nie mit ihm geschrieben. Da wollte ich nämlich genau das haben, was du nämlich gesagt hast. Ich hatte in Erinnerung, dass er eine Telefonnummer vorne drin hatte. Das war in meiner Erinnerung. Und ich hatte die nur darum gebeten, dass sie mir bitte in das Profil reingeht und nachschaut, was da für eine Telefonnummer war. Sie hat mich beschimpft und sofort danach blockiert. Und wenn ihr solche Anfragen habt, liebe Damen und auch liebe Herren, dann geht bitte nach und schaut, was das ist. Dann ist da jemand, der in Not ist. Und beschimpft die Leute nicht, das hat definitiv nichts mit Eifersucht zu tun. Ja. Ja, ich denke, ja, das wäre es bei dem Thema erstmal. Uns fällt nachher noch so viel ein. Aber liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, wir hoffen, dass wir mit dem Beitrag wieder richtig gut weitergeholfen haben, dass die Informationen so im Moment erstmal umfangreich waren, dass man den Beitrag wahrscheinlich zweimal hören muss, aber dass jede kleine Information oder nur eine kleine Information jetzt den Tipp gegeben hat, ist doch ein Betrüger, ich muss doch mal genauer hinschauen. Brech den Kontakt ab, das können wir nur empfehlen. Wir bitten auch, wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann like bitte, den Daumen nach oben. Und des Weiteren bitten wir wieder herzlichst darum, dass dieser Beitrag weiter geteilt wird, damit möglichst viele, ja, im Endeffekt bei uns von der Quelle erfahren. Das ist ja jetzt kein Fernsehfilm, sondern wir reden von der Quelle aus. Wir sind Quellen sozusagen und wir wollen nicht so schnell versiegen. Ja, für heute verabschieden wir uns. Dankeschön, liebe Annette. Danke dir, liebe Gute.